Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar habe ich für euch ein IKEA-Haul, da ich letzte Woche bei IKEA war. Also ich war mit dem Zug dort, deswegen konnte ich jetzt nicht so viel mitnehmen. Aber ich möchte es euch gern trotzdem zeigen. Und dann, bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch gern drei Leuten zum Geburtstag gratulieren. Und zwar der Theresa, der Pia und der Judy. Und alles Gute. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Das erste Teil ist hier dieses Aufbewahrungsset, sage ich jetzt mal. Also einfach hat es hier so eine Trennung und die Namen schreibe ich euch am besten dann hier irgendwo eingeblendet hin. Sonst kann es leicht peinlich werden. Auf jeden Fall ja einfach so ein größeres Fach und ein kleineres Fach, zum Sachen einfach besser zu verstauen. Dann sind außerdem Einmachgläser mitgekommen und zwar habe ich mir zweimal diese kleine Größe geholt, aber das eine habe ich jetzt schon in Betrieb genommen und dann einmal diese Größe hier und ich glaube das eine ist ein halber Liter und das andere ist ein Literinhalt und ja, also ich finde die einfach super, super praktisch. Zum Müsli oder Salate mitnehmen, weil es ist einfach viel hygienischer und man weiß, dass einfach nichts ausläuft und deswegen ja, mag ich solche Einmachgläser für Salat und Müsli und so Zeug viel lieber. Außerdem ist da noch ein Bilderrahmen mitgekommen und zwar ja, dieser Ripper und damit habe ich noch ein Tutorial vor, deswegen ja, da könnt ihr euch schon mal auf ein DIY freuen. Eine Duftkerze dürfte natürlich dann auch noch mit und zwar in der Duftrichtung Vanilleeis. Und also es riecht wirklich so nach Vanilleeis und gerade jetzt, wenn der Sommer kommt, dann einfach super, super perfekt. Außerdem ist dann hier noch so eine Glasflasche bzw. Vase mitgekommen. Also ist ganz schlicht gehalten. Hier oben hat es nochmal eine Verdickung am Rand, am Kopf. Aber sonst ja ganz schlicht und gefällt mir sehr gut. So ein kleiner Blumentopf ist dann auch noch mitgekommen. Und ja, ich finde den einfach super, super schön. Kann man auch gut für Pinsel verwenden oder ja einfach als Übertopf für kleinere Pflanzen. Dann ist hier noch so ein kleines Notizbüchchen mitgekommen. Und zwar hatte ich da ja letztes Mal die Schnellhefter davon gekauft oder diese Ordner. Und ja, also ich finde das Design von den Äpfeln einfach super, super süß. Auch gerade hier der angegessene Apfel. Und dann hat es eben hier so einen Gummizug, Ringbuch. Und dann hat es hier als erste Seite, hat es dann so, so eine linierte Seite, wo man rausmachen kann. Und dann hinter die weißen Blätter machen kann, dass man gerade schreibt, was ich auch sehr praktisch finde. Dann habe ich noch drei Sachen aus anderen Läden, die ich nicht bei IKEA gekauft habe, sondern zu Ostern bekommen habe. Und zwar zum einen hier von Coca-Cola, so ein Blechschild, also einfach mit dem Coca-Cola-Logo drauf, ganz rot gehalten. Und das hatte ich ja zu Ostern bekommen und zwar war das, glaube ich, auch von so einem Laden aus Bad Reichenhall. Und es hieß, glaube ich, Box oder so, also... ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber wer da Interesse hat, da kann ich dann auch nochmal nachfragen. Und ja, also ich finde es einfach mega, mega cool und ist so ein richtiger Blickfang. Und dann habe ich hier noch so zwei Sachen bekommen fürs Fahrrad. Zum einen hier so ein Fahrrad-Sattelüberzug. Und zwar ist der ganz süß, weil da sind so hier so... Flügel dran, also ja, einfach macht man sich über den Sattel und hier sind zusätzlich auch noch Reflektoren dran, dann sieht man es einfach in der Nacht besser und hier hat es dann nochmal so eine, also so ein Ring, wo man es dann mit dem Schloss abschließen kann, dass einfach nicht geklaut wird und finde ich eigentlich eine ganz süße Idee mit den Flügeln an der Seite und dazu passend habe ich dann noch für die Hose ja, falls die Hose unten zu breit ist und man die nicht voller Kettenschmiere haben möchte, kann man sich da ja immer so Bänder drum machen. Und zwar hat es dann hier auch so einen Flügel und auch wieder mit Reflektoren. Und ja, finde ich eigentlich auch eine ganz süße Idee. So, das waren jetzt alle Produkte, die ich bei IKEA gekauft habe und zu Ostern bekommen habe. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Und dann, falls ihr noch nicht an meiner Verlosung teilgenommen habt, dann guckt auch mein Verlosungsvideo an, das verlinke ich in der Infobox.
Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Dankeschön, tschüss!